Und bei euch alles okay? Wie läuft's mit Gebet und so bei euch? Ach, Gott sei Dank. Also ehrlich gesagt, Ramadan haben wir hinter uns, aber mit dem Gebet, da muss ich noch etwas machen. Ist wichtig, Bruder. Wirklich, ich sage euch das nicht für mich, sondern für euch. Guck mal, weil das ist wirklich das A und O. Und glaub mir, das wird dich auch glücklich machen, weil, wie ihr wisst, die Glückseligkeit ist im Endeffekt, Salam Aleikum, ist im Endeffekt im Herzen. Und glaub mir, das Gebet ist die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen zwingt euch dazu. Wirklich, dass ihr das verinnerlicht. Guck mal, der Prophet, ich gebe dir einen Hadith, Sache. Einen Hadith gebe ich dir. Der Prophet sagt, das heißt, 5 Gebete hat Allah dem Menschen mit Tag und Nacht vorgeschrieben. Wer daran festhält, hat einen Vertrag bei Allah, salam alaikum, dass er ihn ins Paradies führt. Und wer nicht daran festhält, der hat keinen Vertrag bei Allah. Wenn er will, bestraft ihn, wenn er will, vergibt er ihm. Jetzt stell dir mal vor, jemand sagt zu dir, jetzt, das gilt auch an mich. Guck mal, ich gebe dir 10.000 Euro monatlich, wenn du 2 Stunden am Tag arbeitest. Sagen wir mal, jedes Gebet von mir aus 20 Minuten, 30, ne? Ist ja noch kürzer. Aber als Beispiel, würdest du sagen, was? 10.000 Euro? Ja, klar, würde jeder einsteigen. Und deswegen, guck mal, es ist so wenig Einsatz, so wenig Anstrengung und am Ende so ein großer Lohn. So ein großer Lohn. Deswegen, Brüder, was hält euch auf? Was hindert euch an eurem Glück? Nee, also ich muss von denen reden. Also mein Cousin und mein Freund, die beten zwar schon, aber ich rede jetzt von mir selbst. Also natürlich, ich dachte jetzt, mal am Tag muss man schon beten, aber man sagt ja immer die Ausrede, ich habe keine Zeit, je nachdem. Wobei ich sagen muss, der Mensch hat immer Zeit. Wenn er will, der hat immer Zeit. Aber halt diesen ersten Schritt zu machen, den Arsch von dem Guck mal, Bruder, weißt du, was ich dir sage? Weißt du, was ich dir sage, Achi? Wenn du jetzt nach Hause gehst, ja, dann mach zu Allah Dua und sag, oh Allah, helfe mir, die Gebete einzuhalten. Und dann bete Maghrib und Aisha und dann halte fest. Und wenn du mal verpasst, guck mal, am Anfang, man ist etwas schwächer. Ist genau wie wenn man Krafttraining macht. Schaffst du am Anfang 120 Kilo, musst erstmal ein bisschen trainieren. Wenn du mal verpasst, wenn du mal vergessen hast, bete nach und dann wieder kämpfen. Weil es ist ein Kampf. Kampf gegen Shaitan. Weitermachen, inshallah. Okay, ja? Ich will dich nicht lange inshallah, aufpassen. Bruder, hat mich gefreut, ne? Macht weiter, inshallah. Macht auch Dua. Macht auch Dua für mich, Bruder. Ne? Macht Dua für mich, inshallah. Und lass dich nicht schon einreden, was die Politiker mitnehmen. Bruder, die sollen springen, hüpfen, die sollen machen, was sie wollen. Wir sind bereit. Genau. Inshallah. Schönen Tag noch. Salam alaikum, Bruder. Macht's gut.